Was für komplizierte Schlösser die immer haben. Ah, das Teil brauchen wir. Vier Fragmente fehlen. Gut, dass ich drei von... Gut, dass ich drei von vier Teilen habe und sie vielleicht schon einsetzen könnte. Aber nein, ich habe noch nicht alle Teile, deswegen darf ich sie nicht benutzen. Oh! Genau, deswegen kommen immer weniger Leute zu den Gottesdiensten, weil denen das einfach jedes Mal viel zu umständlich ist. Zettel, Zettel, was ist das? Aha. Da macht Ding Dong. Und dann kriegt man Kopfschmerzen, dann wird man Zombie. Der ist doch irgendwas faul. Merkwürdig, eine schollende Glacke. Eine schallende Glocke und ein Mann, der über den Menschen thront. Wer thront denn hier? Ach, und dieser Glockenschwengel. Also, ganz kurze Erklärung. Wir sind ein Detective, ein weiblicher Detective. Wir untersuchen einen vermissten Fall in der kleinen Stadt Maple Creek. The Maple Kind, yeah. Achso, hier. Ich kann ja mal die Beweise zeigen. Es war wohl schon mal ein Detective Hamilton hier in dieser Stadt vor zig Jahren und der ist auch verschwunden. Und jetzt ist dieses Mädchen hier auch noch verschwunden, Kate Burrows. Und wir waren wohl schon in dieser Stadt und haben in ihrem Fall ermittelt. Und dann haben wir irgendwie das Gedächtnis verloren. Es war ein Sturm. Und deswegen sieht jetzt alles so abgefuckt aus. Ja, da in dieser Pension waren wir. Hier oben ist unser Zimmer. Das ist ein Sauerstall sondergleichen. Das Auto der Dame sieht auch so aus. Kleines Schweinchen. Und wir haben hier schon seltsame Gestalten gesehen. Da war so eine Tankstelle, da war so ein Typ, der hat so einen Zettel abgerissen und ist dann einfach verschwunden. Und dann haben wir noch den Fackelheinz getroffen. Also wir waren hier im Zimmer und haben uns diese Kommode hier angeguckt. Da lag noch so ein Dolch oder sowas in einer Tüte. Und auf einmal kam von der Seite so eine Hand rein, einfach so. Ich nehme das mal, ja. Ist dann einfach wieder gegangen. Und dann haben wir auf den Balkon geguckt. Haben wir uns auf den Balkon gestellt und haben geguckt. Und dann ist hier der Fackelheinz entlang gegangen. Das war so ein Typ mit einer Fackel in der Hand. Ja, und jetzt, dann sind wir wieder raus, haben Dinge getan, haben Wildschweine mit einer Leuchtpistole vertrieben. Und dann kam dieser junge Mann hier angetaumelt. Wir kennen den wohl. Also man, dieser Detective, den man spielt, hat das Gedächtnis verloren. Auf einmal kam dieser Typ und man hat einen kurzen Flashback gehabt. Also wir kennen ihn anscheinend und er ist verletzt und liegt da blutend wie ein Schweinchen. Und wir latschen einfach in der Gegend rum. Suchen nach Wasser, obwohl da eigentlich eine Toilette wäre in der Pension. Aber so dringend müssen wir nicht auf die Toilette, deswegen können wir da auch gar kein Wasser holen. Wir schieben jetzt einfach mal eine ganze Kirchenbank. Quietsch, quietsch. Okay, mit dem Forstschutz, alles klar. Okay, viel Glück dabei, meine Motorhaube aufzumachen. Der gute alte Fackelheinz. Ja, es war Forstschutz fürs Auto. Der gute Fackelheinz war ja wohl deine Erfindung. Vielleicht finden wir den auch noch. So, und wie es nun mal so ist, haben wir hier in diversen komischen Saustallhäufchen diese Wimmelbildsachen. Und ich bin blind, also... Ich sag's gerne nochmal, wenn ihr mir helfen wollt. Tut das, ich habe das Spiel schon mal gespielt, es gibt keine Spoiler für mich. Damit das hier auch schnell vonstatten geht, könnt ihr mir gerne sagen, wo die Sachen sind. Sofern ich sie nicht schon gefunden habe. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es morgen aussieht.
Oh, diese knarzenden Türen immer, ne? Brille oben rechts, ja. Okay, vielen Dank. Rosette. Ah, ich habe die Rose gefunden, ohne es zu wissen. Taschenlampe. Gut, die haben wir anscheinend auch gesucht. Muschel Rosette. Ich hänge mich an diesem Wort auf. Öllampe, alles klar. Brauche noch eine zweite Öllampe. Da. Säge. Besen. Säge 1, Säge 2. Noch was? Universalschlüssel. Da liegt... Ah, da ist die Glühlampe. Da liegt irgendwo ein Schlüssel rum und wir sagen direkt, okay, das ist ein Universalschlüssel. Den finde ich jetzt. Da. Das ist tatsächlich einer. Gebetskerzen. Gebetskerzen. Da? Ja. Muschel. Mupfel. Was sind die Mupfel? Ist das die Muschel? Ja. Okay. Da ist auch eine Muschel. Pfeife und Rosette. Warte, ich sehe, wie sieht denn die Rosette aus? Immer. Versuche ich jetzt Rosette und Pfeife. Mein Gedächtnis ist wieder der Wahnsinn. Ist echt Hammer. Ey. Hilfe. Hilfe, zur Hilfe. Wenn ich jetzt auch wüsste, was für eine Art Rosette gemeint ist. Das wäre sehr hilfreich. Und was für eine Art Pfeife auch? So eine Tütpfeife oder eine Tabakpfeife? Kugelschreiber. Nein, brauchen wir nicht. Seht ihr noch irgendwas? Das ist ein Telefon. Aber wie wir ja schon festgestellt haben, Telefone funktionieren nicht. Warum auch immer. Der Sturm hat alles kaputt gemacht. Ey. Find nichts mehr. Wenn ihr da jetzt sitzt und zuguckt und euch denkt, mein Gott, ist sie blind, da ist es doch, dann schreibt es bitte in den Chat. Bitte, bitte. Ich möchte keine Tipps verwenden, das wäre echt cool. Du bist auch blind. Das weiß ich, Habibi, das weiß ich. Nein, wir sind ja beide blind. Gut, wir sind alle blind, so wie es aussieht. Da ist ein Engel. Ich sehe immer den Engel da. Das ist ein Zeichen. Also hier oben ist ja mein Gesicht und hier ist nichts. Also nicht, dass ihr denkt, hey, das ist bestimmt hinter deinem Bild da. Nee, ist es nicht. Ist nicht. Was ist denn. Was. Ich klicke einfach irgendwas. An dem Schirm irgendwas? Nee. Aber gut, dass ich nicht alleine da bin. Denn ich sehe nichts. Ich sehe rein gar nichts. Bestimmt irgendwo hier in der Mitte. Ganz offensichtlich versteckt. Ach, das war die Rosette. Gut. Wow, ja. In der Tat. Echt.
Wow. Und was ist es jetzt für eine Pfeife, meine Güte? So, ich gebe uns jetzt noch 10 Sekunden. Wenn wir das bis dahin nicht gefunden haben, dann werde ich auf diesen Tipp klicken. Das da unten ist es auch nicht. Ah, habt ihr den Sound gehört? Quietsch, quietsch. Warte mal, was? Wo? Wo? Da am Koffer? Das da? Das ist der Griff. Nee, leider nicht. Fahrradsattel? Nee. Oder das Ding? Nee. Unter dem Bild. Das ist ein Buch hier. Das ist irgendein Teller. Da nicht. Nee, leider nicht. Fahrradsattel. Nee. Auch nicht. Hä? Fahrrad, das da, ne? Hier unten. Leider nicht. Teller da. Nee. Okay, ich glaube, wir finden es nicht mehr, oder? Noch ein letzter prüfender Blick. Nee, beim besten Willen nicht. Immerhin müssen wir kein Stück Butter finden. Hier! Oh, Mann! Hier, in dem Gröse da. Mein Gott. Wow. Vielleicht mit Butter, ja. Ich musste nur die Butter erwähnen und schon habe ich diese blöde Pfeife gefunden. Vor allem habe ich. Wir waren in dem Pensionszimmer und in diesem Wimmelbild im Zimmer lag einfach mal eine Taschenlampe, eine moderne. Da war garantiert noch eine Batterie drin. Was ist? Wir gehen in diese ranzige Kirche, durchwühlen den ganzen Kram und finden so eine alte Kacktaschenlampe. Der Fußboden wurde geflickt. Ja. Okay. So. Jetzt haben wir endlich eine Taschenlampe nach 2 Stunden, in denen der Kerl da auf der Straße lag und geblutet hat. Isn't dead, is he? Der hat was in der Hand. Mord oder Selbstmord? Wir wissen auch noch gar nicht. Okay, Paragräfin, bis gleich. He also dead. Wir wissen auch noch gar nicht, ob der wirklich tot ist. Mord oder Selbstmord? Ah, jetzt können wir hier die Sicherung angucken. Der hat was in der Hand. Jetzt muss ich hier erstmal. Die Sicherungen sind alle an. Könnte es diese eine sein? Oh. Toll. Hier, der. Ah. Was für ein Wahnsinn hat ihn dazu veranlasst? Ah, ich kann es nicht länger ertragen. Ich war blind, wie all die anderen. Ich sehe ihre Gesichter unablässig. Sie kommen aus der Dunkelheit. Sie schreien und schreien und ich sehe das Mädchen unter ihnen. Ich hätte helfen können. Das ist wohl Thomas Walker. 10. Oktober 2011. Können die mal die Türen ölen? Immer dieses hinten. Okay. Das Mädchen, könnte es die sein, nach der ich suche?
Also so wie es aussieht, Selbstmord mit Schlaftabletten. Warum in einem ranzigen Keller? Auf jeden Fall war hier gerade was. Ein Haken. Ohne ein Seil nicht viel Nütze. Da schwimmt ein Korken im Wasser, doch er ist zu weit weg. Aha. Warum auch immer ich jetzt einen Korken brauche. Also hier kann ich nochmal was wimmeln. Ich glaube auch, knarzende Türen sind echt das kleinste Problem hier. Warum ist hier eigentlich überall immer so ein Saustall? Jetzt geht's wieder los. Schneeflocke, Spielkarten, Mausefalle. Lauter Entchen hier. Schneeflocken, Mausefalle. Mikrofon. Tambourin, Fußball. Da. Spielkarten. Helm. Puppe. Besen. Beil und Pinsel. Immer die letzten zwei Sachen. Da ist eine Pfeife. Brauchen wir die? Pinsel. Da. Eine schöne Nähmaschine. Beil. Boah, das ging ja richtig schnell hier. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Tadelloses Zielen. Jetzt können wir mit dem Beil vielleicht hier endlich... Ja. Die Tür klemmt fest. Ein paar kräftige Schläge sollten jedoch ausreichen. Und wenn man hier aufs Klo klickt, so dringend muss ich nicht. Ein paar kräftige Schläge, aber dann trotzdem eine Axt holen. Wir zerhacken die Tür einfach. Der Spiegel muss bei dem Sturm heruntergefallen sein. Wahrscheinlich. Ich brauche vermutlich noch eine Seife, um diese Seife abzuwaschen. Was für eine Ironie. Okay. Ein Odichtring haben wir jetzt gekriegt. Eine Tasse haben wir gekriegt. Und rein zufällig haben wir schon einen Wasserhahngriff im Inventar. Quietsch, quietsch. Das Ventilgewinde muss beschädigt sein und es fließt kein Wasser. Cool. Das funktioniert nicht. Die Rohre könnten defekt sein. Das sieht echt nicht aus, als wäre da gerade mal so ein Sturm gewesen. Ich komme nicht heran. Ah, da ist noch eine Tasche mit Gedöns drin. Zumindest gibt es hier etwas, das nicht so aussieht, als sei es 50 Jahre alt. Ja, alles andere, aber die Fliesen sind kaputt, die Vorhänge sind auf Motten zerfressen, das ist jetzt nicht nur Sturmschaden. Was ist das? Schmutziger Lappen. Cool. Klar, ich... Ich latsche durch eine kaputte Pension und nehme erstmal einen schmutzigen Lappen mit. Kann ich denn noch irgendwas machen? Also hier müssen wir nicht weitergehen. Tschüss, Eichhörnchen. So, zur Kirche kommen wir noch nicht, weil uns noch so ein Ding fehlt. Das ist die ganze Zeit am Bimmeln. So, am Auto können wir nichts machen. Am Turm. Habe ich den schmutzigen Lappen da? Nee. Zum Auto. Dorfplatz. Können wir in der Kapelle was machen? Nö.
Wir haben 3 von 4 Teilen. Also 1 brauchen wir noch. Der blutet weiter vor sich hin. Da müssen wir dran. Dafür brauchen wir wahrscheinlich den Haken aus dem Keller. Da kommen wir aber noch nicht dran, wenn wir kein Seil haben. Da können wir nichts machen. In unserem Zimmer können wir nichts machen. Ja. Zum Hügel. Ah, wir können zurück. Ja. Auf dem Hügel ragt ein Wachturm in die Höhe. Da waren wir. Kirche, da können wir nicht hin. Nicht drehen. Kann ich den... Nee, hier im Keller kann ich außerdem nichts machen. Tasse. Lappen. Habe ich was übersehen? Oder kann ich... Der Motor ist noch heiß. Wir sind seit Stunden hier und der Motor ist immer noch heiß. Kann ich hier irgendwas mit dem... Dicht drin machen? Lappen? Tasse? Nee. Im Auto noch was machen? Da ist jemand. Radio must be broken. Da war jemand. Verdächtig. Oder kann ich hier noch irgendwo was machen? Ich könnte Stunden unterwegs sein, bevor ich auf jemanden treffe. Ja. Mädchen. Was ist denn hier noch? Meinen Autoschlüssel habe ich auch nicht mehr. Den habe ich da hinten einfach stecken lassen. Ja. Bis auf den einen Dude, genau. Aber, hier, schmutziger Lappen ins Gesicht. Wach auf! Ich hau dir eine Tasse auf den Kopf. Ja, das ist eine tiefe Wunde. Oder haben wir noch Beweise, die wir hier irgendwie... Was war das nochmal? Ach, den, Selbstmord. Sagt mir nichts über den Detective. Vor... keine Ahnung. Nö. An die Tasche komme ich nicht ohne den Haken. An den Haken komme ich... Den Haken kann ich nicht nutzen, wenn ich kein Seil habe. Den Typen kann ich mit Wasser aufwecken. Seil brauche ich auch, um von dem Balkon runter zu klettern. Kann ich den schmutzigen Lappen hier mit der Seife? Nee. Ein Dichtring irgendwie? Nee. Habt ihr noch eine Idee? Ich habe einen Hänger. Keller. Oben. Ist da gerade Holz runtergefallen?
Gästezimmer. Ist hier noch irgendwas? Da ist ein Vogel. Zerfetzt. John, wenn du mit den Rohren fertig bist, vergiss die Puppe nicht. Was für eine Puppe? Kapelle. Den Boden kriegen wir auch nicht raus, weil wir kein Brecheisen haben. Ich meine, an dieser Stelle hing ich auch fest, als ich das erste Mal gespielt habe. Aber ich weiß nicht mehr, was ich getan habe. Also es glitzert immer so ein bisschen, wenn das Spiel mir sagt, okay, hier ist noch irgendwie was zu tun. Kann ich denn an der Kirche noch was machen? Kann ich hier den Ring? Also ich habe einen Aufziehschlüssel und auf dem Zettel steht Puppe. Also brauche ich den Aufziehschlüssel wohl für eine Puppe. Um hier weiterzumachen, brauche ich da so ein rundes Ding und so ein Teil, also das Ding, was in der Kirche liegt. So.